Barbara Stamm noch eins, was der gesagt hat, sie war also nicht gerade fair, bis 17:45 hat sie halt nicht reingelassen, also die Good News, das ist vielleicht nicht allen bewusst hier im Raum, die Dame ist nun nicht mehr Bestandteil des 18. Genau. Bayerischen Landtags. In diesem Sinne, um in Rudis Worten zu bleiben, der Landtag wurde bereits dekontaminiert und ist zum Thema Alwanger noch ein Wort, wenn du mit ihm sprichst, egal ob offiziell oder unter vier Augen. Erinnere ihn daran, dass es ja eine Vorgründungsphase der AfD gab, 2012/13, als wir mit den Freien Wählern eigentlich eine Partei gründen wollten, nämlich die AfD. Gut, da war die AfD noch ein bisschen anders, aber so anders waren wir nun auch wieder nicht. Wir waren, zumindest wir, haben Linie gehalten im Bereich Europolitik, und das war ja damals das dominante Thema. Wir, auch ich, und ich bin ja selbst verantwortlich heute dafür, halten den Kurs gegen den Euro, gegen die permanente Euro-Rettung, den wir damals mit Alwanger zusammen gehen wollten. Ja, er war nämlich so weit damals. Ich saß mit Alwanger auf dem Podium 2012, da gab es die AfD noch gar nicht, auch mit Wehrmann damals. Und leider haben sich die Freien Wähler dann wieder etwas einordnen lassen damals, sonst hätte man die AfD auch anders gründen können, als es dann in Oberbrüssel 2013 geschehen ist. Zum Grünen, ja, also dann muss man nur ergänzen, es ist einfach so, die mediale Wahrnehmung ist halt so, weil 40% der Journalisten in Deutschland, auch in Bayern, sich explizit zu den Grünen bekennen. 40, ja. Das heißt, dieses Panoptikum, was man jetzt in München Mitte angeblich hat, mit oder ohne Wahlmanipulation von 40% Grün, ist in den Redaktionen der Normalzustand. Ja, also das muss uns auch bewusst sein. Über den Haushaltsausschuss will und kann ich heute nicht reden, darf ich auch nicht, da könnte ich auch einiges berichten, aber wir hatten jetzt das ganze Kabinett wieder da in diversen Haushaltsausschusssitzungen. Wir werden jetzt noch die Abschlusssitzung haben im Ausschuss. Wir werden dann im November die Plenumsreden haben zum Haushalt 2019. Wir werden es dann geschafft haben, erfolgreich und wirklich konstruktiv, obwohl uns niemand die Regeln erklärt hat, zwei Haushalte, den 18er und den 19er Haushalt im Kalenderjahr 2018 verabschiedet zu haben. Auch das ist konstruktive Arbeit und das sind verdammt lange und harte Sitzungen. Kommt auf euch natürlich auch zu, auch ihr werdet ja mal den Haushaltsausschuss entsenden müssen vom Bayerischen Landtag, also da braucht ihr jemanden mit Sitzfleisch, sage ich jetzt schon. Dann zum GCM, ich weiß, dass das die Leute bewegt, das ist der Global Compact for Migration, er heißt inzwischen for Migration, ist also nochmal eine Namensänderung. Ich weiß, dass Martin Hebner ihn ja in München Süd schon vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr mal vorgestellt hat, ein unsägliches Konstrukt, eine völkerrechtliche Sauerei, erdacht in irgendwelchen weltelitistischen Köpfen in New York bei der UN, adaptiert von in Brüssel von EU-Eliten, Euliten, wie ich sie immer nenne, und ich will jetzt nicht nochmal im Detail darauf eingehen. Ich glaube, die meisten, das habe ich vorhin schon in der Reaktion gesehen, wissen, dass da was auf uns zukommt. Und der Martin Hebner hat es ja inhaltlich schon vorgestellt, es würde jetzt auch den Rahmen sprengen. Aber es läuft darauf hinaus, dass jeder weltweit praktisch begründungsfrei ein Recht auf Migration, wohin auch immer, hat, im Allgemeinen, und das heißt im Besonderen nach Deutschland. Es ist praktisch die Auflösung unserer Grenzen, was sich letzten Endes dahinter verbirgt. Das wird geleugnet werden im Bundestag, wenn wir es denn endlich im Bundestag bringen, dazu komme ich gleich. Aber das ist die Wahrheit. Geleugnet wird es deshalb, weil es ja angeblich unverbindlich ist. Glauben Sie das nicht, es wird nicht unverbindlich sein. Es ist eine Regelung, die zumindest eine Regierung unter Merkel und vermutlich unter jedem anderen Kanzler dieser Altpartei zu verbindlichem Gesetz in Deutschland werden wird, auf sich 2-3 Jahre maximal. Und das ist dann wirklich fatal für Deutschland, auch wenn man noch nicht ganz genau abschätzen kann, wie das genau in nationales Recht umgesetzt wird. Die Gefahr droht und der entscheidende Unterschied ist, dass diese Menschen, und zwar im Prinzip jeder weltweit, der sich Flüchtling nennt, Migrant, einen Rechtsanspruch haben wird, überall hinzuwandern, einen Rechtsanspruch. Und damit können wir dann nicht mehr, was wir jetzt immer tun, sagen, dass es alles Unrecht ist. Wir haben die Bundestagsanfrage gestartet, wie viel Prozent der Leute, die seit 2015 als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind, sind denn illegal hier. Und wir haben von der Bundesregierung offiziell, es sind 97%. 97. Weil weder der Asylparagraf noch die Genfer Flüchtlingskonvention in aller Regel greifen. Und das wird ab sofort legalisiert. Und dann können wir uns eben nicht mehr, könnten wir uns eben nicht mehr hier hinstellen und sagen, wir sind die Partei des Rechtsstaats. Dann müssten wir dagegen anargumentieren, dass wir hier in einem Unrechtsstaat leben, was man zwar auch tun kann, was aber erheblich härter ist. Ja, also das ist der Hintergrund. Und jetzt die aktuellen Entwicklungen. Es droht die
Regierungskonferenz in Marrakesch am 10.11. Dezember, wo weltweit eigentlich fast alle Staaten am Tisch sitzen und verdammt viele unterschreiben wollen diesen Wahnsinn. Diesen Wahnsinn des Global Compact for Migration, der zwar angeblich unverbindlich ist, aber eben verbindlich werden kann. Und es gibt einige Staaten, die ausscheren werden, jetzt schon, aber es sind noch nicht viele. Bis jetzt ist das die USA selbst, immerhin. Man höre und staune, staune nicht, Trump macht halt sein eigenes Ding, und in dem Fall hat er verdammt recht. Ungarn steigt aus und ich glaube auch Australien hat sich dagegen ausgesprochen. Es gibt offensichtlich noch informiertere. Wir arbeiten an verdammt vielen Nationen, ist wirklich so. Und es gibt viele Parlamente, die sich jetzt erst mit beschäftigen. Und an der Stelle ist es wirklich so, wie Uli vorhin gesagt hat, zumindest in Deutschland war es die AfD und nur die AfD, die über dieses Thema überhaupt in die Öffentlichkeit gebracht hat. Es ist eine völlige Medienblockade zu diesem Thema gewesen, bis vor 2 Monaten noch ungefähr, eigentlich immer noch im Mainstream. Und nur wir haben es überhaupt in die Öffentlichkeit gebracht, dass hier was droht und dass das verdammt nah dran ist. Und ja. Was kann man noch machen? Ich komme ja gleich zu den Maßnahmen. Also das ist wieder das Stichwort, was Sie mir gerade zuhören. Also ich wollte von 3 Aktivitäten berichten aktuell. Das eine ist eine Medienkampagne, wir haben ja noch 5-6 Wochen bis zu dieser Unterschrift oder eben nicht. Der AfD-Bundesvorstand hat auf unser Betreiben, also Betreiben der Fraktion, inzwischen einen doch signifikanten Betrag freigegeben, um eine Kampagne zu fahren. Das ist schon mal recht gut. Das ist die erste Aktivität. Das werden Sie, wird gerade abgestimmt. Ich weiß, dass es spät ist, das wissen alle, aber wir werden es noch rechtzeitig schaffen. Das zweite ist eine Petition. Petitionen sind im Prinzip kein so scharfes Schwert, sie sind aber auch nicht zu unterschätzen, weil sie die Dinge immer in die Öffentlichkeit bringen. Und man hat so viel Angst vor Öffentlichkeit seitens der Regierenden, auch der Altparteien insgesamt, dass tatsächlich gestern mit fadenscheinigen Begründungen, praktisch begründungsfrei, eine Petition von uns, von der Fraktion, die den Global Compact thematisiert und kritisiert und die Bundesregierung natürlich auch auffordert, nicht zu unterschreiben, dass die nicht einmal veröffentlicht werden durfte auf der offiziellen Seite des Deutschen Bundestags. Und das ist eine Riesensauerei, das ist ein ganz seltener Fall. Ich habe ja die Begründung durchgelesen, es wird versucht, irgendeinen Formfehler rein zu interpretieren, aber es gab keinen Formfehler. Die offizielle Begründung ist letzten Endes, die Veröffentlichung dieser Petition wäre geeignet, und jetzt hören Sie genau zu, den interkulturellen Dialog zu beeinträchtigen. Das ist die offizielle Begründung, also kein Formfehler, sondern eindeutig eine inhaltliche Begründung, eine willkürliche Auslegung. Sowas gab es kaum einmal. Und wenn man diesen Maßstab anlegt, es wurde auch noch vorgeworfen, es sind persönliche Wertungen drin. Ja, mein Gott, das ist in fast jeder Petition so. Wenn man diese Maßstäbe an Petitionen anlegt, dann kann fast gar keine mehr veröffentlicht werden. Das ist reine Willkür. Die ganz aktuelle Information, das habe ich von Johannes Huber, unserem Vertreter im Petitionsausschuss, und der ist, glaube ich, auch Vizevorstand in diesem Ausschuss, hat mir heute erzählt, vor ein paar Stunden erst, dass man jetzt die Wahl hat, entweder das öffentlich zu skandalisieren oder im Wording minimal was zu ändern und es vielleicht doch noch veröffentlicht zu kriegen. Also wundern Sie sich nicht, wenn es jetzt morgen, übermorgen doch noch veröffentlicht wird. Aber Sie haben fast keine Abstriche gemacht. Also ich war dann eigentlich auch der Meinung, es ist wichtiger, das Thema zu veröffentlichen, als jetzt hier wirklich in Schönheit zu sterben. Also wundern Sie sich nicht, beobachten Sie das einfach auf meiner Facebook-Seite, auch auf der Fraktionsseite und auf vielen anderen Seiten wird das thematisiert. Und ich hoffe dann natürlich auch die alternativen Medien, dass sie das weitertragen. Und ich weiß auch inzwischen, dass sich die Mainstream-Medien für das Thema interessieren. Und das ist der entscheidende Punkt. Denn da müssen wir es rüberbringen. Solche Dinge werden manchmal auch in den letzten Tagen und Wochen vor der Regierungskonferenz, vor dem Event selbst entschieden. Und darauf hoffen wir, ähnlich wie bei der Wahl. Da wissen inzwischen auch die Wahlforscher, dass in den letzten 7 bis 14 Tagen wirklich die Meinungen sich bilden. Und wenn genügend öffentlicher Druck Ende November, Anfang Dezember da ist, besteht eine kleine Chance, dass wir zumindest Änderungen reinkriegen, dass vielleicht Parlamentsvorbehalte reinkommen in diese Thematik. Ich weiß nicht, was sich die Regierung alles einfallen lässt, aber wenn wir es schaffen, dann besteht eine Chance, dass Merkel nicht bedingungslos unterschreiben kann, auch wenn ich das nicht garantieren kann. Und der dritte Punkt, den wir schon ziemlich weit vorbereitet haben, das ist eine Gruppe von etwa 15 Bundestagsabgeordneten, aber mit Sicherheit auch fast einstimmig getragen von der ganzen Fraktion später. Wir haben einen Antrag erarbeitet, der natürlich auch die Bundesregierung auffordert,
nicht zu unterzeichnen, ganz offiziellen Bundestagsantrag, und wir werden es schaffen. Sie haben es einmal versucht, mit Verfahrenstricks zu verhindern, wir werden es aber diesmal schaffen, im November dieses Thema noch rechtzeitig im Bundestag zu thematisieren, und dann muss auch der Mainstream darüber berichten. Und das ist der entscheidende Punkt. Wenn die Leute wissen, was in GCM steht, im Global Compact, dann werden sie auf die Barrikaden gehen. Und das ist wirklich das, worauf wir hier hoffen müssen. Das ist eine Grassroot-Bewegung, und deshalb ist es auch so wichtig, Uli, dass du vorhin auch nochmal die Basisverbundenheit gezeigt hast. Das gilt natürlich zum einen in der Partei, aber wir müssen auch insgesamt dem Bürger aufs Maul schauen. Und das ist in dem Fall nicht so schwierig. Meine Facebook-Seite ist so mittelmäßig frequentiert, nicht wenig, aber auch nicht extrem hoch. Und als ich einen Post zu dem Thema gemacht habe, wurde er 2000 Mal geteilt. Das ist im Moment das, was wir tun müssen. Aber wir müssen es schaffen, den Sprung in die Massenmedien zu kriegen. Dafür ist halt die parlamentarische Arbeit geeignet. Sie können uns nicht völlig ignorieren, egal ob wir erste oder zweitstärkste Oppositionspartei sind. Und das ist so der Dreiklang. Kampagne, Petition veröffentlichen und dann Antrag diskutieren im Bundestag. Das ist das, was ich aktuell berichten wollte dazu. Also die Altparteien werden natürlich dagegen sein und natürlich uns niederstimmen. Wir werden aber ganz sicher namentliche Abstimmungen beantragen. Wir werden für die Nachwelt dokumentiert wissen wollen, wer wirklich hier, welcher Abgeordnete diesen Wahnsinn mitträgt. Und der einzige Widerstand kommt über uns. Und selbst wenn wir unterliegen sollten, allein die Thematisierung in der Öffentlichkeit wirkt, AfD wirkt da, selbst wenn wir unterliegen, denn es wird später zu entscheiden sein, selbst wenn die Bundesregierung unterschreibt, in welcher Form, ob überhaupt und wie schnell dieses sogenannte Soft Law, also das unverbindliche Law des Global Compact, dann in nationales verbindliches Recht umgesetzt wird. Das ist noch eine zweite Stadt, die erst hinterher kommt, selbst wenn die Bundesregierung unterschreibt. Und deshalb ist alles, was Öffentlichkeit in dieses Thema bringt, verdammt wichtig. Also helfen Sie uns alle mit. Herzlichen Dank. Peter, vielen herzlichen Dank für deinen Bericht aus dem Herzen der Bundeshauptstadt mit den allerneuesten Berichten, allerneuesten Fakten. Und ich sehe schon einige Finger hochgehen. Das ist jetzt erstmal Diskussionsthema für uns.